Ich möchte euch gerne was sagen. Erstmal herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Video. Ich habe überlegt, dieses Video doch zu machen, weil ich habe ja gesagt, ich mache erstmal Pause. Ich versuche euch die ganze Zeit dieses Video zu machen und überlegen, wie ich es am besten anfangen kann. Es geht sich ja darum, weil ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen zum Thema Darth Malgus Lichtschwert, was ich euch gezeigt habe. Und da gab es einen Kommentar zum Thema wie baue ich am meisten ein Lichtschwert? Mich hatte jemand in Facebook angesprochen. Ich war gerührt. Wir haben Schmunzeln. Das finde ich nett von denjenigen. Ich denke mal, der hat mich auch abonniert. Ich möchte mir herzlich bedanken für die jetzt mehr Abonnenten, die ich bekommen habe hier auf diesem YouTube-Kanal. Und hat mir geschrieben, was brauche ich für Werkzeuge. Als allererstes erstmal muss man überlegen, was für ein Material ich verarbeiten möchte. Als Anfang, wenn man so mit Metallen sich nicht auskennt, würde ich erstmal mit so ein paar Plastikrohre versuchen, ein bisschen zu üben, um ein Schwert zu machen, später das mit normalerweise Bastelfarbe lackieren, wie man ganz haben möchte. Oder halt, wenn man Metall haben möchte, dann würde ich empfehlen, gutes Aluminium aus dem Baumarkt, gibt es diverse Rohre zu holen. Schaut nur, wenn ihr Rohre habt oder wie man kaufen tut beim Baumarkt, dass die übereinander passen, stecken könnt, weil dann könnt ihr besser diese ganzen Profile verbinden. Sonst, wenn ihr ein Rohr habt, was dann beim 40er nicht reinpasst, dann habt ihr das Problem. Also wenn ihr schon mal Rohre kauft, dann guckt auch, dass die also schön drüber passen, damit die schön reingehen, damit ihr später sich gut verbinden könnt. Das ist wichtig. Dann braucht ihr wirklich zum allerersten wirklich eine Bohrmaschine. Ich würde mal unter Lidl Shop gucken, die Shop oder Parkseite, gibt es schon gute Bohrmaschinen, die ihr vernehmen könnt. Ich würde im Internet gucken zu einer passenden Bohrstammfuß, wo ihr die Bohrmaschine befestigen könnt, damit ihr gerade bohren könnt. Das ist sehr wichtig. Und wenn ihr die Rohre verbinden möchtet, wunderbaren geraden Bohrloch zu kriegen. Sonst, wenn ihr per Hand bohrt, dann habt ihr das Problem. Oder ihr kauft mal einen normalen Akkuschrauber und versucht es mit der Hand. Also ist es euch überlassen. Natürlich würde ich am Anfang auch Nieten holen, damit ihr besser die ganzen Stücke verbinden könnt, damit die nicht mehr lose gehen oder richtig fest sind, oder zusätzlich mit Sekundenkleber festkleben, dann ist das schön fest. Oder halt, wenn ihr möchtet, müsst ihr bei euch dann auch schauen, einen sogenannten Innengewinde-Handset, also einen Gewindeschneider für innen. Gibt verschiedene Sets, auch vom Parkset habe ich auch gesehen, und andere Marken, müsst ihr im Internet gucken. Am meisten nehme ich meistens M4-Gewinde oder M3 für die kleinen Schrauben. Das reicht vollkommen aus bei Aluminium. Dann könnt ihr wunderbar das mit der Hand reindrehen, damit die Schraube schön reinpasst. Aber ich würde es erstmal mit Nieten erst am Anfang versuchen. Ihr müsst euch so ein bisschen rantifteln, um das hinzukriegen. Natürlich braucht ihr auch eine Handsäge. Schöne Schlossersäge, eine große, mit einem vernünftigen Sägeblatt. Das reicht aus. Und einen Schlosserhammer braucht ihr auch. Und nicht vergessen, nach dem Sägen müsst ihr auch feilen. Feilen habe ich hier. Moment. Schaut mal, hier habe ich auch schon mal gezeigt, hier auf meinem Kanal. Von Parkside. Ein Lidl Shop. Da ist alles drin an Feilen, was ihr braucht. Kleine, große. Reicht vollkommen aus. Warum? Um die Sägekanten schön abzurunden, damit alles nicht mehr scharfkantig ist, damit die Profile besser zusammenpassen. Das braucht ihr auch. Diverse Schraubendreher, paar diverse Imbusse, das würde ich auch mal nehmen. Schaut mal im 1,10 € an, überall gibt es auch ein bisschen Werkzeuge, die reichen auch erstmal auch aus. Hier Kombizange 2 €, das reicht erstmal aus für den Anfang. Wenn ihr euch dann mehr steigern wollt, dann könnt ihr auch später vielleicht mal etwas hochwertiges Werkzeug kaufen. Hier ist auch meistens alles immer, ja, auch nicht das teuerste. Das habe ich meistens im Keller, aber hier oben brauche ich sowas nicht. Und was ihr natürlich auch braucht, ist Spaß dran zu haben.
Wenn jetzt anfängt, ja, ich versuche es mal, ich fange mal das mal, dann wird es ein bisschen nicht gut gehen. Malt erstmal euer Schwert auf und dann guckt ihr mal, dann geht ihr mal im Baumarkt rein, guckt ihr mal, auch das Profil kann ich kaufen und das. Oder halt fragt mal nach. Viele habe ich mal gehört, die schämen sich deswegen zu fragen. Ihr braucht nicht, wenn ihr euch einen Lichtschwertgriff bauen wollt, sagt das einfach dem Verkäufer. Immer, ich bin ein Fan von Lichtschwertern, ich würde mir gerne so einen Griff bauen. Ich brauche so diverse Materialien. Können Sie mir da einmal was mal helfen? Also ich werde mit Sicherheit, ich denke mit Sicherheit, da werden einige mit Sicherheit nicht Nein sagen. So, meine sogenannte Lichtschwertgriffe mache ich ja meistens aus Edelstahl. Ihr seht auch schon, welches es wird. Es wird das Schwert von Luke Skywalker Rey. Die Geschichte bei dem Schwert ist so: Das war mal früher ein sogenannter Blitzhalter. Also, es war eine ganz alte, uralte Kamera. Hier oben war eine Birne drin, und dann, wenn derjenige, der die Kamera betätigt hat, hat es einen Blitz gegeben. Das ist ein Blitzhalter. Und die haben sie damals dann als Lichtschwert umgebaut. Da waren dann hier dann später diese Gummigriffe dran, haben sie ein bisschen umgestaltet, das bisschen Bügel dran, etc. alles Mögliche. Und daraus wurde dann dieses sogenannte Luke Skywalker-Schwert. Ich denke mal, mit Darth Vader-Schwert haben sie es auch gemacht. Dann haben sie es ein bisschen mit Schwarz vorne dran gemacht. Aber so kam das erste Lichtschwert zustande. Und es ist ein Kult. Ja, ein Kult-Lichtschwert. Und deswegen, so mache ich das. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, das ist ein 40er Edelstahlrohr, komplett durch. Hier habe ich das dann hier so gefeilt. Ihr müsst, wenn ihr sowas nachbauen wollt, feilt ihr rum. Und die Löcher hier, die habe ich dann so gemacht, mal Bohrer, oder nehmt ihr halt solche, das ist auch wichtig, solche Stufenbohrer, damit ihr die Löcher mehr groß machen könnt. Das ist wichtig. Kostet auch nicht viel. Ich soll mal gucken, weil Lidl Shop haben die auch sowas. Mein Gott. Also, ihr merkt, ihr braucht schon etwas viel an Werkzeug. Ne? Ihr merkt schon, oh, da wird auch ein bisschen mehr Zeit. Aber ist halt so. Ihr müsst sowas reinkriegen, dran machen, dran bauen, weil sonst sieht das nicht authentisch aus. Hier, der sogenannte Haifischmaul, sage ich immer. So rumgebogen. Seht ihr das? So habe ich das gemacht. Gerade gesägt, so gesehen und dann rund gefeilt. Und deswegen braucht ihr die ganzen Feilen dafür. So, jetzt habe ich wieder zu viel gequasselt. Also, nochmal zum Mitschreiben. Was ihr braucht an Werkzeug ist eine Bohrmaschine mit einem zusätzlichen Standfuß oder halt einen Akkuschrauber, wie ihr möchtet. Dann diverse Bohrer. Eine Handsäge für Metall, dann Feilen, um dieses Material zu feilen, schön abzurunden, diverse Schraubendreher, diverse Imbusse, ein paar diverse Zangen dazu, ein Schlosshammer und natürlich einen Schraubstock, um die ganzen Sachen zu verbinden, einen vielleicht mal alten Tisch und eine kleine Ecke, wo ihr schon basteln könnt. Und dann, und nicht vergessen, Handschuhe und Mundschutz. Das ist sehr wichtig, der Schutz. Und die Augen müssen geschützt sein. Ne? Also, ich mache es meistens ohne, aber mir ist schon mal ein Auge geflogen. Also, der Schutz ist wichtig. Handschuhe, Schutzbrille, Mundschutz ist für den Staub. Das ist wichtig. So, das braucht ihr alles mal. Und alles nacheinander, wenn ihr das Schwert zusammengebaut habt und ihr wollt mehr, umso mehr kommt auch noch dazu. Baut erstmal ein leichtes Lichtschwert vom Anfang und wenn ihr mal guckt, sowas günstiges, solche Stufenbohrer und Senkschrauber etc., die braucht ihr später mal auch mal, aber es kommt alles nach und nach. Gut, ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mit dem Video mal was mal erklären und zeigen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich werde noch mal ein Video machen zum Thema Lichtschwertbau. Das werde ich mal gucken. Ansonsten war es erstmal das. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Sollte es diese Erklärung oder einen Daumen hoch. Dann sehen wir uns wieder bei nächsten Sachen und nächsten Bauprojekten. Euer Mike. Bis dann. Ciao.